Bin ich der Einzige, der das nicht versteht? Abstand halten hat ja auch leider nichts geholfen. Aber vielleicht hilft es in den Vulkus-Shoot. Wir können nicht in den Vulkus-Shoot gehen. Was für Techniken du machen kannst oder so. Das ist ein bisschen das Problem. Ist jetzt verpesten. Ja, ich hätte noch Locke mit reinstellen sollen. Ja, wir machen wieder Vogelscheuche, wa? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe leider überhaupt gar keinen Plan davon. Ob sich das lohnt. Weil er denn ja alles abbekommt. Wird Kanata ja auch gerne da hinten stehen lassen. Und wir sehen ja auch leider nicht sein wie viel Damage er macht. Ich würde mich gerne so hinstellen, dass wir das immer überstehen. Alles. Vielleicht ein bisschen viel verlangt, ich weiß es nicht. Und Ende. Das war das Spiel. Das ist doch scheiße. Oh, das ist aber richtiger Mist. Wer hat sich das denn überlebt? Okay, das ist ja wohl richtiger Scheiß, wa? Nee, das ist ja wohl ein bisschen sehr schlecht gemacht dann. Es tut mir unfassbar leid, aber das ist sehr schlecht gemacht. Er macht gleich am Anfang. Alle sind, ne? Und dann ist Ende. Und dann war's das. Fertig. Fertig mit allen. Und dann stehen wir hier. Und ich hab nichts. Es gibt keine Möglichkeit, das abzuwehren. Okay. Das ist keine Herausforderung, das ist einfach nur dämlich. Muss ich leider wirklich dazu sagen. Ach, und sobald einer tot ist, haben wir verloren. Ach so, ja. Nee, läuft. Die lebten alle, aber ist in Ordnung. Die Ando war nur tot, aber da verlieren wir auch. Okay. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gestorben sind. Scheinbar ist die Ando ein Hauptcharakter. Weil alle anderen lebten noch. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Hör mal auf, mich zu verarschen. Also jetzt mal ernsthaft. Jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm gerade. Kannst du nicht alle... Nur weil die Yanto tot ist? Wirklich? Nur weil er tot ist? Deswegen fällt alles aus? Die Yanto ist also der Hauptcharakter. Ja, habe ich mich getäuscht. Ich dachte, Kanata wäre das, aber es ist scheinbar die Yanto. Nicht, dass nachher noch irgendwo ein Sack Reis umfällt und deswegen Game Over ist. Das wäre ja noch furchtbarer. Stell dir mal vor, mitten im Kampf, wir sind kurz davor zu gewinnen und plötzlich fällt irgendwo auf der Welt ein Sack Reis um und dann steht da Game Over. Sack Reis ist umgefallen. Das ist eine Lächerlichkeit. Entschuldigung, aber wirklich. Wir können ihn nicht in die Vulkus-Suit. Wir können... Ich habe noch keine Idee. Der ist nicht besiegbar. Der macht einmal seinen faulen Atem. Alle sind... angehaucht. Und Ende. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Gibt es sowas, was alle leiden, aber nicht irgendwas? Gibt nichts, was uns davor bewahrt, ne? Das ist doch scheiße. Okay, das ist echt ein Mist. Ich versuche das 3-4 Mal und danach ist es für mich dann beendet, weil es für mich nicht möglich ist. Noch habe ich leider gar keine Idee. Weil es für mich echt fies ist, dass das passiert. Was ist denn, wenn wir hinter ihnen stehen?
mal ernsthaft, was ist, wenn wir hinter ihnen stehen? Ich meine, das ist der erste Endboss, wo wir uns hinter einstellen können. Okay, er dreht sich um. Wer hätte das gedacht? Wir stellen uns trotzdem mal hinter ihn. Beziehungsweise wir könnten ja einen auch vor ihn stellen. Direkt vor ihn. Direkt vor seinen großen Zeh hier. Ich teste jetzt mal verschiedene Möglichkeiten, dass wir nicht alle paralysiert werden und dann ist Ende. Weil das ist für mich eine absolute betrügerische Betrügerheit. Lass sie von mir aus reißen, machen, so viel er will. Das interessiert mich nicht. Klar, Locke tut's weh, aber... Nee, lassen wir noch erstmal. Deswegen dieses Reißen so viel machen, wie er will. Das ist mir eigentlich relativ egal. Er darf nur nicht seinen faulen Atem machen, weil danach ist Ende. Das kann er von mir aus auch machen. Interessiert mich gar nicht. Lebst du noch, Locke? Ja, dann noch knapp überlebt. Keine Ahnung. Ich mach's einfach. 1000 Schaden. Ja, ist ja auch nicht schlecht, oder? Geile Technik aber eigentlich. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Geile Technik. Oh, mystischen Trank auf ihn, dann geht's ihm vielleicht besser oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das was bringt. Mir egal. Macht auf jeden Fall Damage, das ist gut. Alles, was Damage macht, ist in Ordnung. So, Abwehr erhöhen ist immer gut. Keine Ahnung, ob das was bringt, dass wir hinter ihm stehen. Ich will meinen 1000 Damage wieder machen von dem Gold werfen. Das war so ganz lustig. Güte. Das war aber auch ganz schön viel Damage. Locke macht aber ganz schön viel Damage, ehrlich gesagt. Elixier auf dich selber, ja. Dann hast du auch wieder MP. Mist. Alter, macht der Damage, ey. Kannst du sagen, was du willst, aber Locke macht ganz schön Damage. Solange er nicht seine scheiß Stinketechnik macht, ist alles gut. Wir verwirren ihn, indem wir hinter ihm stehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, ich dachte jetzt gerade, ey, ich hatte gerade echt ein bisschen Schiss. Gib's zu. So, alle mal hochheilen. Ich hatte gerade echt Schiss, als er diese Technik, dieses Dampfen gemacht hat. Weil er nicht drauf geguckt hat, was er macht. Ich will nur, dass er stirbt. Ja, atme von mir aus ein. Atme so viel ein, wie du willst. Ja, das macht nicht so viel Damage. Hat nur zweimal getroffen, anstatt von 2 bis 5 Mal treffen und trifft nur zweimal. Bäh.
Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Das macht mich total kirre. Mach das von mir aus. Ist mir vollkommen wurscht. Ich mach Hüter und dann ist erstmal alles gut. Er kann uns, glaube ich, auch seine komischen Stinke-Attacke nichts anhaben. Wenn das erstmal da ist. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay, ich muss nachher gleich wieder Präzision machen. Das war nämlich richtig geil, die Technik scheinbar. Von mir aus kann er so viel explodieren, wie er will. Fauler Atem. Nein! Und wir sind weg. Oh, ich dachte, das hält aus. Oh. Komm schon, Mann! Hat nichts gebracht, dass wir uns dahinter stellen. Das hält auch so scheiße lange. Das ist das größte Problem. Es hält einfach 4,5 Stunden. Nicht, dass das irgendwie 3 Runden oder so ist. Das hält wirklich 1 Minute. Und in der Zeit rastet er aus, tötet Dianto und dann ist wieder Ende. Ey, wenn Dianto gleich tot ist und es wieder Ende ist, dann ist Ende von dem Let's Play. Ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht, warum vorhin Ende war. Wir sind so tot, Alter. Wir sind so tot. Ich weiß nicht, was... Ich kann nichts machen. Und jetzt... Das ist dämlich, das Spiel. Es tut mir wirklich leid, aber das ist dämlich. Er kann doch nicht mit einer Technik mich komplett ausschalten. Das kann er nicht. Das ist scheiße. Scheiße und unüberlegt. Wirklich. Letzter Versuch. Danach mache ich Schluss. Danach ist für mich Ende. Weil das ist mir ein bisschen zu doof. Also das ist ja... Das ist doch ein bisschen doof. Okay, wir müssen... Hier, Nachtmantel müssen wir tragen. Haben wir Versteinerungsresistenz. Hier, nimm mal das da. Hier, hat auch Versteinerungs... Ah ne, warte. Sonst noch irgendeinen aufgerüsteten Nachtmantel. So, verwirrungsresistent. Ne, warte, das. Ich muss den Nachtmantel anlegen. Der hat aber leider keine Verteidigung. Aber das ist versteinerungsresistent 50. Auch nicht sehr viel. Oh, das bringt alles nichts, bringt das. Steinerungsresistenz, ja. Das ist das Einzige, was ich machen... Das können wir noch versuchen und danach ist... Wie gesagt, letzter Versuch und dann ist für mich Schluss. Weil es mir doch geringfügig Spaß macht, wenn ich hier die ganze Zeit durch den verrecke, weil der... Weil der einfach diese eine... alle sind eingefroren. Ich mache Perma-Angriff mit 500 Damage und dann sind alle tot. Danke, tschüss, winken. Wir spielen auf leicht, ne? Möchte ich nur mal sagen. Wir spielen auf leicht. Wie ist es denn, wenn es schwer ist? Macht er das permanent? Ist ja auch nicht so, dass es irgendeinen Abstand gibt. Er nimmt den ganzen Raum ein mit diesem Teil. Wir können nicht sagen, dass Locke ganz hinten steht, dass wenigstens einer das nicht mitbekommt. Wenigstens einer soll es nicht mitbekommen. Dann können wir Wundermittel und alles und dann ist ja gut. Aber so ist nicht schön. Das hat jetzt so gut, das hat so gut funktioniert. Dann macht er die Technik, wir sind tot.
Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Das ist wirklich. Das ist doch einfach dumm. Er kann von mir aus an Techniken machen, was er will. Ich finde, er sollte aber nicht. Ja, weißt du? Er sollte nicht Zustandsveränderungen auf alle für 5 Minuten machen. Das ist doch ein bisschen sehr viel. Das ist doch ein bisschen sehr, sehr gemein und ungerecht, wenn das passiert. Hier, Locke können wir so weit nach hinten stellen wie möglich, aber bringt leider nicht sehr viel. Wir können nicht sagen, dass das irgendwie... Jetzt müssen wir Locke versuchen, die ganze Zeit am Leben zu halten. Weil der so wenig Damage hat. Ja, so wenig Leben. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, wenn wir uns woanders hinstellen. Ich bezweifle es, aber... Müssen wir jetzt mal ganz kurz heilen, wa? Das wenigstens hätte auch... Haben wir nur des Nutzers? Hier. Ach nee, wir haben ja auch gar nicht. Hahaha. Den wird's auch verstanden. So, mach fertig da, keine Ahnung. Wenigstens getroffen. Das ist schon wichtig. Hier mach Windklinge und dann kannst du da SP-Punkte von allen. Kriegen wir Setsuna-Dinger wenigstens. Ja, dann mach nur auf dich, ist mir egal. SP. Es folgt ein Folgeangriff, brauchen wir alles nicht. Nein, gib den. Ja, gib den dir oder so. Ich weiß, jetzt hast du den. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man wechselt, weiß ich nicht. Wir schützen uns erstmal. Hat noch nicht viel MP, der Locke hier. Da. Bringt nicht sehr viel. Aber Windklinge bringt. So, SP Komplettheilung. Dann kriegen die nämlich Setsuna-Punkte mit. Dann bringt das vielleicht mehr oder so. Ich habe selbst keine Ahnung. Kurze Heilung. Aber das MP ändert, geht sowieso runter. Ich dachte jetzt schon wieder, ey, ich krieg da so Schiss bei. Wenn ich diese Dämpfe sehe, kriege ich so Schiss dabei. Das geht gar nicht. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind pleite. Wir sind noch 500 Schaden, aber wir sind halt einfach pleite.
Bestärken bringt gar nichts. Aber warte mal, wir könnten eigentlich hier mal. Hüter haben wir bei, aber wir können eigentlich mal heilen dann. Dann geht es allen wieder gut. Diandro macht wieder ganz normal einfach zuschlagen. Für mich bringt Diandro sonst nichts mehr. Der bringt mir sonst nicht sehr viel. Er ist zuschlagen, das trifft auch alle. Ich denke mal, das wird überhaupt nichts gebracht haben. Ich denke mal, das wird überhaupt nichts gebracht haben. Weiß nicht, ob das was bringt. Verpesten, keine Ahnung. Klingt nicht schön. Schlingen kannst du von mir aus machen. Ist mir vollkommen wurscht. Mir ist es wichtig, dass du stirbst. Und dass du nicht deinen komischen Dampf machst. Weil der Dampf ist wirklich echt kacke. Einfach mal wieder heilen, war wichtig. Und das war's. Oder? Nee. Oh, 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 oh. Locke, die leben ja noch. Leck mich fett. Ja, aber verwirrt. Okay. Scheiße. Irgendeiner. Irgendwie. Ist mir egal, Mann. Lass mich doch einfach raus da jetzt. Ist mir jetzt scheißegal, was passiert. Scheiße. Die sind alle verwirrt. Die Statuseffekte dauern mir zu lange an, muss ich sagen. Die sind ein bisschen zu extrem gehalten. Und denn das hier, das tötet aufs Übelste. Naja, den schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Tut mir leid. Den kann ich höchstens offscreen versuchen, aber das ist mir zu lächerlich gerade jetzt hier. Weil der halt wirklich, ich kann nichts machen. Ich bin komplett außerhalb der Bewegung. Ich brauche Verwirrung, ich brauche Resistenzen von allen auf 100. Sonst schaffe ich es nicht. Hab keine, du hast keine Resistenzen alle 100? Schade, verloren. Weil ich darf nicht meine Fähigkeiten einsetzen. Komm, hier muss irgendwo... Willst du mich hier eigentlich verarschen oder so? Ist das gerade so das Verarschungsspiel? Ich meine, gerade fühle ich mich wirklich verarscht. Oh, lass mich jetzt mal bitte agieren. Jetzt lass mich doch mal agieren, verfickte Scheiße, Mann. Oh, jetzt reicht's. Ist ja schön, dass du da deinen tollen Aufstand machen kannst. Aber ich will auch was machen. Mann. Ist nicht normal. Wir haben schon den Schnellen extra genommen hier. Wir haben schon Locke extra genommen, weil der sich schnell bewegen kann. Alter, ich schlitz dir gleich so deinen Bauch auf, ey. Ah, ich krieg hier echt einen Vogel bei. So, wenigstens erstmal geringfügig geschützt. Oh. Krieg einen Vogel, Alter. Einmal macht er diese Technik und schon bist du so raus. Oh.
Scheiß auf alle Fähigkeiten im Minusbereich, das interessiert mich gar nicht. Oh, mir fehlt ein Lebensbalken, aber wir haben ja keine Anzeige. Ist das ein scheiß Stress? Alter, lange nicht mehr so einen Stress gehabt, ehrlich gesagt. In Endkämpfen. Weil du halt die ganze Zeit die Angst haben musst, zu verrecken. In dem Sinne von, ja, dass er einfach seinen komischen Sprühen wieder macht und dann ins Ende. Das ist es halt. Das ist das, wovor ich Angst habe. Er macht sein Sprühen und wir sind weg. Oh, wir haben ihn. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, Alter. Alter, was für ein verfluchter Endgegner. Oh mein Gott, Alter, das ist... Oh mein Gott. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Alter, Finne. Oh.